Komm, lass uns jetzt zuerst über das neue EAFC reden. Ich habe mir hier ein paar Notizen aufgeschrieben, als ich bei der Weltpremiere war. Ich war ja vor, wann war das, letzte Woche mit den Jungs in Amsterdam gewesen, durfte das erste Mal EAFC anzocken, habe Ronaldinho gesehen, Haaland und so weiter. Ich sage euch immer ehrlich meine Meinung, ne? Also egal, was ihr wissen wollt, fragt mich. Wann genau kommt das raus? 29. Also wir konnten nur den Offline-Modus anspielen. Also wir konnten nur, ich glaube, wer war das? City gegen Paris oder wer war das? Ich weiß gar nicht. Man konnte irgendwie, also Gameplay, muss ich sagen, hat sich minimal anders angefühlt. 29. September, nicht Oktober, sorry. Also ich muss sagen, das Gameplay hat sich bisher noch nicht viel anders angefühlt, aber jetzt kommt das große Aber. Das Spiel ist nicht mal in der Beta richtig. Also ich würde sagen, das ist so 60% fertig. Und ja, es ist wahr, es werden Frauen und Männer spielbar sein in einem Team. Ja, das heißt, ihr könnt zum Beispiel vorne im Sturm Kehr spielen und daneben Nkunku. Und Kehr gibt Nkunku einen kompletten Chemiepunkt, weil beide bei Chelsea spielen. Sie in der Frauenmannschaft, er in der Männermannschaft. Genau. Das ist zu 100% safe. Weekend League und so wurde uns noch nichts gezeigt. Da kann ich euch auch nichts zu sagen. Aber ich meine, ich habe gesehen, dass es wieder sein wird, dass 10 Quali-Spiele sein werden und dann ganz normal 20 Spiele. Ich glaube, Weekend League wird leider nichts geändert werden. So traurig es sich auch anhört, aber ich glaube, da wird nichts geändert werden. Was sehr, sehr schade ist in meinen Augen, weil für den Weekend League ist der wichtigste Modus in ganz FIFA. Da können die sonst was, weiß ich was, ändern. Wenn Weekend League sich nicht ändert, ist schade. Also es ist jetzt so in der Hinsicht realistischer geworden, wenn Spieler jetzt schießen, so ein Haaland legt sich den Ball 5 Meter vor, schießt dann, dass der dann auch mal runterfallen kann und was weiß ich, so realistische Bewegungen mit dieser, wie hieß das denn nochmal, Motion Capture? Ne, ich habe den Namen jetzt vergessen dafür. Ihr wisst, was ich meine. Dass da neue Animationen möglich sind. Hyper Motion 5, genau. Dass es halt einfach realistischer wirkt. Es gibt neue, coole Skill-Moves. 4 Stück, um genau zu sein. Also es gibt jetzt AI-Mimik. Also mit künstlicher Intelligenz haben jetzt viele Spieler auch ihren eigenen Laufstil bekommen. Zum Beispiel Foden, Haaland, Grealish. Die haben einen ganz anderen Laufstil alle. Man merkt denen quasi von oben an, dass das die Spieler sind. Das gibt es ja schon seit längerem. Man merkt ja auch, dass Ronaldo Ronaldo ist, Messi Messi. Aber das ist jetzt noch mit mehr Spielern so geworden. Es gibt jetzt 7 verschiedene Spielertypen, meine ich. Ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr Lamphy, Explosive und Controlled, sondern es gibt jetzt auch Most Lamphy und es gibt ganz viele. Die haben uns dann alle gezeigt in so einer Animation, was das für ein Unterschied ist. Einer, der einen schnellen Antritt hat, der dann aber langsamer wird. Einer, der einen langsamen Antritt hat, dafür dann schneller wird. Es gibt verschiedenste neue Laufstile und alles Mögliche. Also noch mehr Varianz, sage ich mal, in dem ganzen Spiel. Es gibt dann auch jetzt so Playstyles. Zum Beispiel, wenn Haaland jetzt am Wochenende ein Kopfballtor macht, kriegt er eine Informkarte und diese Informkarte hat den Playstyle Header oder irgendwie sowas. Power Header. Das heißt, seine Informkarte kann dann bessere Kopfbälle als seine normale Karte zum Beispiel. Solche Dinge halt. Power Header, genau. Was jetzt auch neu ist, das finde ich, ist mit die geilste Erneuerung. Und zwar, dass Icons endlich wieder eine Rolle spielen. Das heißt, wenn ihr eine Icon reinpackt, gibt diese Icon jeder Liga einen Punkt. Egal welcher Liga. Versteht ihr? Das heißt, wenn ihr 3 Icons drin habt, habt ihr sowieso schon mal einen Chemiepunkt für die französische Liga, einen Chemiepunkt für die Bundesliga, einen für die spanische. Also ihr habt in jeder Liga einen Punkt. Das heißt, Icon bringen jetzt endlich mal wieder mehr, als sie sonst die Jahre, also sonst letztes Jahr gebracht haben. Da waren die ja kaum zu gebrauchen, weil die ja einfach nur Nationen Punkte gegeben haben, aber nichts für Liga oder sonst irgendwas. Und jetzt geben sie in jeder Liga einen Punkt von diesen 3, die man braucht, um einen Chemiepunkt zu bekommen. Und dann gibt es noch dieses Neue da, ne? Das habe ich auch mitbekommen. Warte mal, lass mich mal kurz weiterreden. 68 Playstyles gibt es, habe ich gesehen. Man kann jetzt auch genau hinpassen, wo man hin will, mit Precision Pass. Das kann zum Beispiel so ein De Bruyne oder so, dann kommen diese ganz krassen Bälle in den Lauf und so. Das habe ich jetzt aber nicht so sehr gemerkt beim Spielen. Und es gibt jetzt ein neues Dribbling, Leute. Das ist so OP. Ihr drückt R1 und dann macht er diese ganz schnelle Dribbling so. Und das war so OP, du konntest einfach Slalom durch alle durchlaufen. Das muss auf jeden Fall gepatcht werden, das fand ich ein bisschen OP. Das ist ein bisschen zu OP. Und das ist jetzt auch ein guter Punkt. Spieler, die krasse Verteidigungswerte haben, wenn die grätschen, dann haben die mehr eher die Möglichkeit, den Ball direkt abzufangen, anstatt dass der Ball wegspringt. Das heißt zum Beispiel, ein Van Dijk grätscht rein, kriegt den Ball und hat den gefühlt direkt am Fuß. Aber ein Vinicius grätscht rein und der Ball verspringt aber 5 Meter. Jetzt machen die ganzen Sachen wie Verteidigung, Grätsch und so auch mehr Sinn, weil das dann auch dementsprechend am Spiel zu sehen ist. Genau, es gibt 4 neue Skill-Moves, es gibt so einen neuen Rainbow, dann gibt es so einen geilen Tunnler-Skill. Es gibt auch Feature Lightning, also neue Schatten, neue Lichter und all sowas.
in der Halbzeit sieht man jetzt, wie sich die Spieler warm machen und all sowas. Also einfach nur soll noch für mehr Realismus sorgen und sowas. Also mehr Interaktion zum Spiel und all sowas. Neues Kartendesign, denke ich, hat mal jeder von euch gesehen. Also das Kartendesign ist jetzt nicht mehr so einzeln, sondern ist jetzt so in einer Reihe nebeneinander. Habt ihr, denke ich, gesehen. Sah eigentlich nicht schlecht aus. Und man hat jetzt zum Beispiel, wenn abseits ist, habt ihr meistens auch den Fall, dass die Kamera von oben so reingezoomt kommt, so wie bei Goal-Linientechnik. Versteht ihr? Bei Torlinientechnik, dass du dann genau siehst, ob jetzt das dritte Bein im Abseits war oder der Ellbogen, kannst du dann genau sehen. Nein, das wurde nicht geleakt, das Kartendesign von Teezy. Das ist schon länger offensichtlich, das Kartendesign. Ne? Es gibt auf jeden Fall jetzt auch, du kannst jetzt ein Ultimate-Team so Favoriten festlegen. Zum Beispiel, du packst oben Favoriten für Champions, SBCs oder Draft. Dann hast du es direkt alles übereinander und musst nicht überall immer nach links, rechts und so weiter gehen. Kannst dir quasi deine Favoriten zusammenstellen, wo du als erstes draufklicken willst. Menü sah auf jeden Fall sehr, ja, sehr einsichtlich aus. Also, es war jetzt so alles links übereinander gelistet. Da steht dann Anstoß, Ultimate Team. Also, sah sehr, hat so ein bisschen Spotify-Vibes gehabt. So, war so ein bisschen so Spotify-Style. Wisst ihr, was ich meine? So, sehr schlicht gehalten. Das war jetzt so ein kleiner, grober Überblick. Ihr könnt gleich auch nochmal Fragen stellen. Weil ich habe auch gesehen, glaube ich, wieder WL-Quali mit C. Genau, das ist noch neu. Das habe ich aber auch nicht zu 100% verstanden. Es gibt ja jetzt dieses Ultimate Team Evolutions. Da wurde uns dann Mokoko gezeigt, wie zum Beispiel seine, was weiß ich, 71er-Karte zu einer 85er-Karte werden kann. Dass man dann 62 Tage Zeit hat, um ihn zu leveln wahrscheinlich. Und man kann sich auch mit Münzen, habe ich gesehen, da wurden so Fotos gezeigt. Du kannst dir quasi mit 10.000 Münzen, die deine Mokoko-Karte dann zu einem Inform machen und sowas. Ich habe selber nicht zu 100% verstanden, deswegen will ich auch nichts Falsches sagen. Ich sage nur, was ich so gesehen habe, wie es aussah. Karten sahen gut aus, auch Inform-Design war schon sehr geil. Auch diese Nike-Karten und so. Ich glaube, EA hat jetzt eine Partnerschaft auch mit Nike. Das sah auch sehr geil aus. Du musst dann quasi Aufgaben mit diesen Karten erstellen. Zum Beispiel mit deinem Mokoko, wenn du den aufladen willst, schieße 5 Tore in der Weekend League mit ihm. Dann kriegt er vielleicht einen Punkt. Da musst du noch das erledigen und dann hat er insgesamt die Möglichkeit, weiß nicht, ob es 100 Rating geben wird. Aber ich habe gesehen, zum Beispiel, dein Mokoko kann zu einer 85er-Karte werden. Aber was ich auch gesehen habe, dass du zum Beispiel, du kannst einen Van Dijk zu einem Stürmer trainieren. Also, dass dein Van Dijk auf einmal ein Stürmer wird und so. Fand ich ein bisschen komisch so, aber ich glaube, die hauen dieses Jahr sowieso ein bisschen auf die Kacke, weil die packen ja auch quasi Frauen und Männer in ein Team, was ja eigentlich in der Realität auch nicht möglich ist. Aber es wird ja gesagt, es ist eine Simulation. Und deswegen ist das halt so, dass halt Männer und Frauen auch in Ultimate Team zusammenspielen können. Ne? Es gab ja auch die Beispiele letztes Jahr wieder Shapeshifter-Karten. Also jeder hat seine Meinung. Ich finde, das ist auch ein bisschen übertrieben. Man muss das ja nicht machen. Ne? Man muss ja nicht mit Frauen spielen in Ultimate Team, die in dein Team packen. Aber man kann es halt machen. So, ist jetzt keine Pflicht. Die haben uns auch gezeigt, so, die werden sich auch krass spielen lassen. Ne? Also es kann auch sein, dass mal so eine Frau einfach einen Van Dijk wegdrückt oder sich durchsetzt und so. Also ich bin gespannt, was das für Ausmaße haben wird. Weil die haben halt auch gesagt, so, es macht keinen Sinn, wenn jetzt die Frauen ein Rating von 60 haben oder so in Ultimate Team, dann wird die eh keiner spielen, so gefühlt. Deswegen haben die jetzt auch so krasse Ratings manche, ne? 91 und dann 4 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Skills und so. Das wird schon verrückt werden. Ja, aber die sagen ja klar, es ist unrealistisch, aber es ist halt eine Fußball-Simulation. So, da sagen ja auch viele, ja, du konntest ja auch jetzt zum Beispiel Walker im Tor spielen und so. Aber das sind halt alles so Sachen, die halt in der Realität theoretisch auch möglich sind, ne? Wie wir es ja gesehen haben. Walker war wirklich im Tor. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich sag mal so, ich gehe jetzt nicht irgendwie negativ eingestellt in das Spiel rein. Ich lasse mich einfach überraschen, gucke, was da auf uns zukommen wird. Jetzt werden wir halt mehr Spieler haben, die vielleicht, also auch Frauen, die man dann mit einbauen kann. Vielleicht gibt es ja auch ein, zwei krasse, diese Care von Chelsea. Vielleicht ist die ja so gut wie Mbappé. So, dann wird jeder die spielen. Das heißt, wir haben mehr Karten, die wir dann einsetzen können am Ende als Beispiel. Ich glaube, auch Icons kommen auch. Es gibt nochmal jetzt dann viel mehr Spieler in FIFA quasi, die du dann auch ziehen kannst und all sowas. Also ich lasse mich überraschen, was mich da erwarten wird. Eine neue Pack-Animation habe ich auch gesehen. Also ganz kurz haben die gezeigt. Die war halt, ja, war jetzt nicht so krass, fand ich so. Hab mich jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird, ob das überhaupt final war. Vielleicht war das einfach nur so eine, so zum Sehen so einfach, ich weiß es nicht. Es gibt, glaube ich, 1600 Frauen in UT dann aus 74 Teams. Alicia Lehmann, ja. Was auch sehr geil ist, vor allem das Wichtigste auch, dass es keine Positionskarten mehr gibt. Das heißt, wenn du einen LAV hast und du willst den LV spielen, dann musst du den nicht umformen, sondern du wechselst den einfach dahin und der ändert sich automatisch. Oder du hast einen LM, tust den LF, dann ändert das sich automatisch um. Und so wird das auch in Draft sein. Also das heißt, du kannst jetzt endlich mal wieder Footdraft spielen, ohne dass sich da
dass dein Spieler nicht da passt und sowas. Das sind auf jeden Fall so zwei wichtige Sachen, die sich erneuert haben für mich. Einmal mit Footdraft und aber auch mit den Icons, dass die auch endlich wieder mehr bringen, die Icons. Ja, das ist auf jeden Fall auch. Genau, das heißt jetzt nicht mehr Foot, so, genau, das heißt jetzt UT. Ja, Ultimate Team. Ich sag immer noch, habt ihr das auch noch im Kopf? Man sagt immer, ja, spielst du das neue FIFA? Aber es heißt ja nicht mehr FIFA. Spielst du das neue EA-Spiel? Spielst du das neue FC? Was soll man jetzt sagen? Ja, Karrieremodus war jetzt auch mit eingebaut, dass es da Ballon d'Or-Wahl gibt und sowas. EA hat eine Partnerschaft mit Nike. Du kannst jetzt Crossplay komplett spielen. Also alle auf allen Konsolen. Nintendo Switch wird jetzt auch, glaube ich, neue Engine haben und so. Und es gibt jetzt auch dieses Jahr, wie damals, statt UT-Gründer gibt es jetzt FC-Gründer. Da kriegst du so ein Abzeichen oder sowas irgendwie. Irgendwie so war das. Spielst du die neue Fußballsimulation? Klingt doch super. So, jetzt habe ich euch alles erzählt, was ich jetzt so weiß. Viele Sachen werdet ihr sowieso schon wissen, aber ihr könnt ja auch nochmal gerne Fragen stellen. Vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen zu erwähnen oder vielleicht könnt ihr mir die nochmal nennen. Was ihr wissen wollt, dann sagt Bescheid. Also ich freue mich drauf, Leute. Ich freue mich immer jedes Jahr aufs neue EA-Spiel, sag ich mal jetzt. Wir haben ein paar Spiele gemacht, das hat sich ganz okay angefühlt, aber Leute, man kann doch nichts sagen zu einem Spiel, wenn das nicht mal in der Beta ist. Das ist ja ein halbfertiges Spiel gewesen, das kann man ja nicht dann vergleichen. Und das war ein Prank gewesen, also ein paar haben ja gesehen, ich habe das Spiel gezeigt, so als ich in Dortmund war, das war einfach die irgendeine Hülle mit dem Cover drauf. Also, um Gottes Willen, ich habe das Spiel nicht 2 Monate vor Release, das wäre ja schon geisteskrank. Hey, Let's Skill geht leider nicht, also der Ball springt immer noch nach Timbuktu nach 2 Skills, ich habe schon versucht da zu skillen und so. Das wurde uns nicht gesagt, wenn man mehr Packs aufmacht, dass man bessere Karten zieht, das wurde nicht gesagt. Ich sehe schon den Bruch, wenn ich denke, ich ziehe Pelé und es kommt Mata. Also ich habe ja auch mit den Frauen gespielt, man konnte ja ganz normal mit Frauenmannschaften spielen, aber ich weiß nicht, wie die sich ein Ultimate Team spielen lassen. Die waren halt schon sehr agil und flink und so, das war schon krass. Also wie die sich bewegt haben und so alles, das war schon heftig so. Auch geile Skills und so alles. Das war schon stark. Ich freue mich drauf. Ich lasse mich überraschen. Gucken wir mal, was auf uns zukommen wird. Dann schauen wir mal. Ne? Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal zu den Punkten alles. Ja.